Für diesen Text habe ich eine bekannte österreichische Ballade aufgegriffen und dann weiterverarbeitet. Austrian Agenda 2020. Einst gab's Musikanten im sonnigen Graz. Was sie auch spielten, musizierten und sangen, wohin sie auch kamen, lachten die Leute und freuten sich dran. War doch im Leben mehr Spaß mit Gesang. Doch dann schlich sich aus China ein Virus ins Land. Aus war's mit Feiern, Freunden und Tanz. Stumm die Theater, Bühnen geräumt, versprochene Hilfen sträflich versäumt. Der Phönix der Kunst, geopfert, verbrannt. Unzählige Berufe, nicht systemrelevant. Da kommt mir eine sehr dunkle Zeit in den Sinn. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Stock ist weg, Rock ist weg, Augustin fiel in Dreck. Menschen verladen, Existenzen zerstört. Und doch twittert ganz leise und sei's bis zuletzt der Phönix der Kunst mit Bildern und Text, singt seine Lieder, tanzt und erzählt von einer Welt, wo Menschsein noch zählt, wo auch du wahr bist und wirkst. Jenseits erstarkter orwellscher Dystopie, die mit Soma den Geist in Gefangenschaft hält. Vielleicht taumelt der Phönix schwindlig, geschwächt, ausgebrannt, während flüchtig dein Blick auf ein Flackern am Bildschirm fällt. Vielleicht tanzt ihr zu zweit, du und das Tier, einen Augenblick lang nur für die Zeit dieses einen Atemzugs. Und du schenkst ihm ein Like auf dem leuchtenden Screen. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der nächsten Runde des Pimp-Up History Poetry Slam. Wir haben soeben einen Text von Lila Herderberg gehört. Herzlich willkommen, Lila. Ja, hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, dass du teilgenommen hast mit deinem tollen Text. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin die Lila Herderberg. Zumindest kennt man mich so hauptsächlich von der Musik her. Ich habe einige Bands, das geht von spanisch-südamerikanisch, Lila y Geckos bis hin zu Jazzig, eine Frauenband, Spierdi, wo wir eher interaktive Musik machen, Jazz-Standards, alles Mögliche, was so gebraucht wird und vor allem auch, was mir persönlich gefällt an Musik. Genau, aber du malst auch und schreibst. Genau, ich bin auch Malerin und ich schreibe seit langem eigentlich keine Prosa, nur Gedichte oder Liedtexte. Teilweise werden die Liedtexte in unserer Musik verwendet, teilweise sind sie nachträglich vertont worden von Dissent Jazz zum Beispiel, das war so eine Frauenband, die ich eine Zeit lang, wo ich Sängerin war. Und teilweise sind es aber einfach Texte zum Lesen und
Ein Gedichtband von mir, den gibt es auf Amazon, der heißt Rose und Wind. Der geht im weitesten um das Thema Liebe, sich verbunden fühlen, aber in einem sehr, geht auch sehr, es geht viel um Bewusstsein auch und um die Verbundenheit mit allem, also Liebe auf verschiedenen Ebenen. Ja. Dann habe ich, das habe ich nicht unter Lila Herderberg herausgegeben, sondern unter meinem richtigen Namen Silvia Fruhmann, weil ich zuerst eine philosophische Sprach- und kunstphilosophische Arbeit veröffentlicht habe, die heißt Kunst als Sprache. Ja, in deinem Text beschäftigst du dich mit der Corona-Krise, die uns jetzt gerade Realität ist, und ziehst aber eine Parallele zur Pest von 1679 und der Figur des lieben Augustin. Vielleicht darf ich dich fragen, wo siehst du da Parallelen zwischen Corona und Pest und wo ist für dich aber vielleicht auch etwas nicht vergleichbar? Ja, es hat sich einfach ergeben bei diesem, also dieser Text wurde bei der kleinen Zeitung, beim Poetry Slam eingereicht und hat dort auch die meisten Stimmen bekommen beim Publikumsvoting, und da war einfach der Gegenwartsbezug gegeben, hat sich angeboten. Es hat plötzlich den Lockdown für die ganze Kunstszene gegeben, und das hat mich einfach erinnert an diese Geschichte des lieben Augustin, der aber trotzdem, trotz der Pest, trotz aller eigentlich dieses Schreckens, der rund um ihn passiert ist, weiter Musik gemacht hat. Ich meine, man kann das natürlich auch kritisch sehen, der war immer angedudelt und hat einfach weiter auf seinem Dudelsack geblasen. Aber die Parallele ist einfach einerseits auch deswegen gegeben, weil es in Österreich spielt, weil es eine sehr bekannte Legende ist. Und ja, man fragt sich überhaupt halt, ob die Parallelen jetzt wirklich so gegeben sind wie bei der Pest. Also, da sind die halben Leute gestorben, und ob die Corona-Geschichte wirklich vergleichbar ist. Aber vergleichbar war durchaus diese Situation, mit der die Leute umgehen mussten. Vor allem, ich meine, bei meinem Text gibt es ja einen Schwenk. Also zuerst fange ich an und mit der alten Geschichte vom lieben Augustin, aufbauend auf einer Ballade von Franz Karl Ginzkei. Die habe ich noch in der Schule gerne gelernt. Ich habe das sehr gerne gemacht, Gedichte vorgetragen. Und mir sind diese ganzen Texte noch im Sinn, wo er auch sagt, bald war kein Haus, wo der Tod nicht erschien. Dasselbe hat sogar der Kurz ähnlich in dieser ersten Phase genau, so prognostiziert. Wie er gesagt hat, ja, es wird genau, bald niemanden mehr genau, geben, also, der nicht jemanden kennt. Da ist erkennt. Die Frage, ob man überhaupt wirklich diese Parallele aufmachen kann mit diesem Schrecken, mit dieser... Der da den Leuten noch immer in den Knochen sitzt. In Wien gibt es überall die Pestsäulen. Ja, es wirft viele Fragen auf für mich, wenn ich jetzt sage, diese Parallele überhaupt zu ziehen. Aber es ist wahrscheinlich das Schreckensbild, mit dem man arbeitet, wenn man sagt, okay, wenn jetzt keine Maßnahmen gesetzt werden, könnte es so enden wie eben zur Bestzeit, wo halb Europa quasi ausgestorben ist, ist schwer zu beurteilen. Das hängt davon ab, wie schwer die Krankheit wirklich ist. Nicht? Die WHO hat jetzt herausgegeben, dass das offensichtlich doch nicht so tödlich ist, wie anfangs geglaubt. Außerdem mutiert ja dieser, wie alle Viren mutieren die immer. Also, ja, für mich ist das wirklich eine Frage, ob die Maßnahmen gerechtfertigt sind in diesem Maß, weil ja die Wirtschaft, und das ist so ein feines Gefüge, wie die verschiedenen Wirtschaftszweige zusammenhängen. Also das trifft dann alle. Ich meine, momentan ist es der Tourismus, was ich gehört habe in einer Sendung von Ö24, ein Wirtschafter, ein
vom Wirtschaftsbund hat gesagt, seit der Corona-Krise hätten im Tourismus 1 Million Menschen pro Tag ihre Arbeit verloren. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, was das für ein, also eine Hochschaubahn, die nach unten geht, ist. Also da fragt man sich, ob man da nicht genau hinschauen muss, wie gefährlich diese Krankheit wirklich ist. Ja, da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir als KünstlerInnen zwar natürlich sehr von den Maßnahmen betroffen sind, aber uns eventuell doch die Kompetenz fehlt, das letztendlich zu beurteilen, was die richtigen oder falschen Maßnahmen sind. Ich meine, eins, was mir bei diesen Parallelen auffällt, ist natürlich, dass man heute ein Menschenleben um einiges mehr Wert findet als zur Bestzeit. Also das zeigt sich ja, glaube ich, bei unserem Umgang mit ganz vielen Dingen. Hast du das Gefühl, dass sich da in den Wertigkeiten schon etwas geändert hat? Ja, und das ist eben das Tragische, finde ich, dass seit 200 und mehr Jahren haben wir versucht, unsere Menschenrechte, unsere Bürgerrechte zu stärken und überhaupt zu gewinnen. Und da sehe ich überhaupt in den letzten Jahren, dass das irgendwie da sehr viel zurückgenommen wird, immer mehr. Und auch von den sozialen Errungenschaften. Und da sehe ich einfach in dieser momentanen Situation noch mehr Rückschritt weg von den Individualrechten. Und das sehe ich sehr beängstigt mich mehr als der Coronavirus. Mhm. Das Coronavirus. Genau. In deinem Text ist die Figur des lieben Augustin natürlich stark präsent. Die ist ja historisch belegt, auch wenn man jetzt eigentlich wenig Details über ihn kennt, also den Marx Augustin. Mhm. Und wäre noch die Frage so an dich, was ist für dich an der Figur faszinierend? Was hast du das Gefühl, kann man vielleicht von dieser Einstellung was lernen oder wo ist sie uns eher ein warnendes Beispiel? Ja, was mir gefällt dann, also es war ja so bei diesem Aufruf von der kleinen Zeitung, die wollten Positive Vibes. Das war das Thema und ich habe mich eigentlich gewundert, dass mein Beitrag überhaupt genommen wurde, weil er war doch kritisch. Und mit ein Grund war eben, dass der liebe Augustin positiv geblieben ist. In dieser ganzen Zeit hat er, wenn ich jetzt wieder Franz Karl Ginzkei zitieren darf, einer nur war, der den Mut nicht verlor, Dudelsack pfeifend und keck wie zuvor, blieb nur Freund Augustin, immer bereit, lustig zu sein in der schrecklichen Zeit. Auf dem habe ich ja das aufgebaut, mein Gedicht. Und da kann man sich schon was abschneiden. Und dadurch, dass jetzt die Kunst in den Äther verbannt worden ist, mehr oder weniger, so wie wir jetzt auch, alles ist nur mehr online, auch Möglichkeiten dadurch wegfallen für viele Künstler, Geld darüber zu lukrieren, weil das ist zwar nett, aber meistens kann man übers Internet noch sehr schwer Geld lukrieren. Ein Künstler ist Künstler, weil er das irgendwie tun muss, weil das eben seine Natur ist. Natürlich wird er auch in die digitale Welt sich verdrängen lassen, aber es bleibt halt, wie soll ich sagen, es endet dann irgendwie so, ja, da kriegt man einen Klick vielleicht oder sowas, aber es ist jetzt nicht mehr so dieser Austausch oder dieses Menschliche geht irgendwie auch ganz verloren. Ne? Ich glaube, das geht uns auch allen sehr, sehr ab das Positive, wenn wir was Positives rausholen wollen, ist das also nicht nur wir KünstlerInnen das spüren, sondern das Publikum auch ganz stark. Also man sieht dann doch, dass dort, wo Dinge
mit persönlichem Kontakt erlaubt und möglich sind, dass das Interesse da ist und die Menschen wirklich darauf warten, wieder Kunst im direkten Kontakt erleben zu können. Das habe ich auch gemerkt, im Café Kaiserfeld habe ich noch ganz kurz vor diesem Lockdown jetzt eine Lesung halten dürfen. War eh schwierig, dass das überhaupt noch stattfand. Und also ich habe mich so beschenkt gefühlt, dass da Menschen waren, mit denen man einen Austausch haben kann, auch auf künstlerischer Ebene. Also das, man kann das dann mehr schätzen und man kann es auch mehr schätzen, die Leute, die da kommen und sich auch trauen, noch zu kommen, nicht? Oder auch überhaupt sich das antun, in so eine Situation zu gehen, wo man mit Mundschutz herumsitzen muss und das ist ja alles nicht das, was wir eigentlich wollen, wenn wir uns jetzt treffen. Wir wollen uns umarmen und wir wollen schöne Zeit miteinander verbringen und nicht so, rühr mich nicht an und so. Ja, da können wir alle miteinander nur auf bessere Zeiten hoffen. Auch, dass wir den nächsten Slam wieder im Café Kaiserfeld machen können. Nutze vielleicht kurz die Gelegenheit, mich beim Café Kaiserfeld sehr zu bedanken für die vielen Möglichkeiten, die es dort für Künstlerinnen und Künstler gibt, verschiedene Sparten ihrer Kunst, also vor Publikum ausüben zu können, wenn es möglich ist. Ja. Ich sage herzlichen Dank für deinen Text, fürs Dabeisein und danke für ihr und euer Interesse und nächste Woche gibt es den nächsten Text zu einem neuen Thema. Wiederschauen. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich da teilnehmen durfte und ja, danke fürs Zuschauen.